Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin ZDB und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulator 2019 hier von Doveday Games. Wir sind heute auf der Karte Ostseebad unterwegs hier und zwar das Ganze mit dem Flirt. Das ist eine Aufgabe, die powert hier das Ganze von Phasus. Der hat uns diese Aufgabe hier erstellt, dass wir hier mit dem Flirt hier fahren können. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ist. Wir sind heute der RE9 Bergen-Ostseebad-Binz. 15:29 ist die Abfahrt von Bergen auf Rügen. Und ja, wir hatten das Ganze ja angeschaut. Das ist ein Payware-Add-on, welches ihr natürlich auf Steam bekommt. Und der Flirt, den wir hier haben, das ist ebenfalls ein Payware-Add-on. Diesen gibt es allerdings nicht auf Steam. Den müsst ihr euch separat auf der Website kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, war das 3D-Zug? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Auf jeden Fall müsst ihr den separat nochmal kaufen. Der war damals, jetzt vor einigen Tagen, Wochen, war dieser im Angebot gewesen auf der Seite, weswegen ich da zugeschlagen habe und mir den Flirt besorgt habe. Ja, die ganze Aufgabe dauert irgendwas so mit 25 Minuten und ihr seht schon, das Ganze natürlich hier wieder mit unserem Track IR. Bin ich gespannt, freue ich mich, dass das Ganze jetzt dementsprechend funktioniert. Das ist geil. Das finde ich super. So, wenn wir mal unser HUD hier anschalten, dann sehen wir nämlich... Ja, das ist so cool. Also, ohne Track IR geht gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier einen Zuschauer, der spielt schon die ganze Zeit mit Track IR und der sagt schon, also ohne geht gar nicht. Und ich... Scheiße, ich muss sagen, Entschuldigung für das Wort, aber ohne geht nicht. Das macht richtig, richtig Laune mit Track IR. Weil du diese Tasten, du musst nichts mehr mit der Maus machen oder sowas hier. Das ist mir da, der Mauszeiger hier sogar noch im Weg. Ja, du musst einfach rein gar nichts mehr machen. Das ist großartig. Ich finde das, das ist schon sehr edel. Ist zwar natürlich eine teure Angelegenheit, gebe ich zu. Kostet ja nun mal so um die 160 Euro. Wie gesagt, wenn man da ein bisschen guckt, dann kriegt man vielleicht da auch noch dementsprechend eine günstige, also was heißt, eine günstige Variante gibt es halt nicht an der Stelle. Aber es gibt halt manchmal diese Vorführware, das sind dann 120 Euro. Und ich glaube, ey, das lohnt sich wirklich. Wie gesagt, der Train-Simulator wird unterstützt, OMSI wird unterstützt, der Fernbus-Simulator, Tourist-Bus-Simulator, der Bus-Simulator soll wohl unterstützt werden. Und natürlich die sämtlichen Flugsimulatoren, Rennspiele und so weiter und so fort. Also einfach deutlich mehr als das Ganze hier bei mit der Virtual Reality Brille, hier Oculus Rift und so, unterstützt halt dementsprechend nicht so viel. Aber wie gesagt, hier mit Track IR ist großartig. Wie gesagt, also, das geht halt einfach recht fix. So, 29, was ist denn los hier? Wir hätten noch Abfahrt. Wie gesagt, die Aufgabe wurde erstellt von Phasus. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Der bastelt jetzt die nächsten Aufgaben jetzt für uns. Hier immer ein bisschen schwieriger, mal ein bisschen weniger schwierig. Lassen wir uns da mal überraschen. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich SIFA jetzt... anhabe, die Meldung auf jeden Fall kam nicht. Muss man mal drauf achten. PZB sah jetzt irgendwie nicht so aus, als ob das funktioniert. Nee. Aber jetzt ist hier SIFA durchgestrichen. Mal gucken. Müssen wir mal schauen jetzt. Also 90 dürfen wir. So. Die Aufgaben, die werden zukünftig bei uns auf der Website erhältlich sein. Also wenn unsere Website endlich mal online geht, mit allem drum und dran, dass dann wirklich alles da ist und so sein sollte, wie es halt ist, dann werden diese Aufgaben diesbezüglich dann alle auf dieser Website dann natürlich dementsprechend veröffentlicht werden. Das Problem ist, man kann sie im Steam Workshop nicht veröffentlichen, weil hier Content benutzt wird, der im Steam Workshop nicht vorhanden ist und auch nicht im DLC-Format irgendwie vorhanden ist. Deswegen erlaubt praktisch Steam die Fremdnutzung von anderen, also von externen Sachen.
erlaubt es halt dementsprechend nicht. Und dementsprechend müssen wir das Ganze dann separat denn auf eine extra Website denn hochladen. Das machen wir dann halt dementsprechend, wenn wir das Ganze denn auf unsere Website denn hochladen, die ganzen Aufgaben. Das sind jetzt irgendwie mittlerweile schon 4 oder 5 Stück hat er an der Zahl. Übertreibt halt auch mal ein bisschen gern, das muss man mal dazu sagen. Aber lassen wir uns da am besten überraschen. So. Nächster Halt, Lietzow. Das ist unser Halt, den wir heute haben, hier in nicht mal 7 Kilometer. Ich fand dieses Addon ziemlich cool. Das ist ein richtig schönes Addon. Das Strecken-Addon auf jeden Fall. Bei den Zügen ist es halt immer so, dass man irgendwie keine Aufgabe geliefert bekommt. Also man muss halt, ne, man bekommt halt bloß die Züge, aber keine Aufgaben dazu. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Dafür gibt es dann diese 3D-Zugaufgaben, ja, die dann natürlich dann dementsprechend das Ganze dann verlangen, ja, dass ihr dann hier zum Beispiel diese DLCs benötigt, um halt da Aufgaben hinzuzufügen. Aber Phasus ist gerade dabei, sich da mitten reinzusetzen, reinzufummeln in den Missionseditor hier vom Train Simulator, um halt, wie gesagt, hier Aufgaben zu basteln. Und wer ist besser geeignet als Testobjekt, wenn nicht ich? Ach, wundervoll. Ja, ich habe den Train Simulator schon lange nicht mehr gespielt. Das Problem ist an der ganzen Sache, das habe ich Phasus schon versucht zu erklären, dass es das Problem ist, dass ich hier keine 75 Minuten Folgen machen kann. Das geht einfach nicht. Also es wird einfach keiner diese 75 Minuten hier am Stück gucken. Und dementsprechend ist es halt einfach deutlich, deutlich zu lang. Mal gucken, vielleicht schafft das ja noch, wie gesagt, zukünftig den Aufgaben ein bisschen kürzer zu gestalten. Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel sagt, so Teil 1, Teil 2, Teil 3 oder sowas denn. Ja, oder wir müssen halt wirklich anfangen, denn wenn die Aufgaben halt wirklich denn so lang sind, dass wir das Ganze dann dementsprechend denn cutten währenddessen. Wie gesagt, da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze so handhaben wollt zukünftig. Wie gesagt, wenn die Aufgaben halt deutlich zu lang sind. Hier zum Beispiel die Aufgabe hier, die ist schon relativ kurz. Hier mit 25 Minuten ist sie doch schon recht übersichtlich. Ich habe das immer noch hier, dass wenn ich mich nach links, geht es hier immer noch runter. Obwohl das ist aber keine Einstellung, die jetzt an mir jetzt falsch ist. Oder ich gucke einfach nur komisch. Weil das Ding ist, du kannst ja den Kopf auch so drehen, ne? Also, oder so. Das ist zum Beispiel in OMSI gar nicht möglich, so diese Kopfbewegung. Ist aber ein schönes Fahrzeug. Sieht auf jeden Fall sehr detailliert aus. Das muss man mal lassen. Der Flirt hier auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was er kam. 15 Euro oder sowas kam das Ganze. Oder 7 Euro. 7 oder 15 Euro. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, Normalpreis liegt hier bei 20 Euro. Und waren halt reduziert gewesen. Also, ich finde halt, es geht eigentlich vollkommen in Ordnung. Oh, jetzt haben wir mal kurz hier Framerate-Einbrüche. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, Dankeschön. So, und dann kommt dann auch schon unser Bahnhöfchen. Auf jeden Fall zeigt er hier 40 an. Ich
ein bisschen immer schade finde. Weiß nicht, ob das jetzt an Phasus liegt jetzt. Manchmal kommen diese Signale einfach viel zu spontan. Vielleicht hätte man es jetzt wissen müssen, dass jetzt hier gleich 40 ist oder sowas. Ich meine, wenn man so einen Buchfahrplan hat, dann weiß man es bestimmt. Guck mal, der Mond, der ist auch schon aufgegangen hier. Ich würde sagen, das war okay. Ja, jetzt steht hier oben noch Dienstfall. Wahrscheinlich kann man das hier auch noch irgendwo einstellen. Bestimmt geht das irgendwo. Okay. Gesundheit. Hat einer genießt. Oh. Bloß keine Zwangsbremsung mit hier, das wäre wundervoll. Ich weiß nicht, ob ihr hier was vom Ton überhaupt hört, aber ich denke mal schon. Das sollte schon in Ordnung sein. Ja. Immer mal so ein bisschen hier durchgucken, so mal die Kamera testen. Ich kann die mal neu justieren lassen, damit das vielleicht ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt ist es sogar besser. Ah. Hätte sie vielleicht erstmal justieren lassen sollen, damit das Ganze dann dementsprechend funktioniert hier. Weil jetzt, wenn ich jetzt drüber gucke, dann geht das besser. Das Problem ist, dass halt der Train Simulator an sich keine Einstellungsoption bietet. Das macht hier externe Software, die ihr zudem, also zusätzlich installieren müsst, halt für Track AR, damit das Ganze dann dementsprechend halt auch funktioniert. Ja, und da stellt ihr das praktisch ein. Und ja, jetzt scheint es richtig zu sein. Wundervoll. Hm.
Ein paar Minuspünktchen haben wir bekommen schon. Das hört sich aber immer noch im Rahmen. Nobody is perfect, sag ich mir immer wieder. Ja, und somit muss ich wirklich sagen, so Train Simulator, Omsi und Lotus sind ja nun meine drei speziellen Lieblingssimulatoren. Also Train Simulator Zusi wechselt sich immer so ein bisschen ab. So. Jetzt gerade ist der Train Simulator wegen neues Spielzeug hier. Sonst aber wie gesagt ja auch Zusi sehr, sehr gerne. Aber ich muss dazu sagen, in letzter Zeit ja, fehlt es mir so ein bisschen so an nicht Lust, würde ich sagen, sondern ja doch. Eigentlich, ich weiß nicht, ich bin eher so gerade auf Omsi und Lotus getrimmt. Dass er dementsprechend dann halt immer so ein bisschen schwer ist, hier Folgen für den Train-Simulator oder Zusi halt aufzunehmen. Ja, das liegt nicht daran, weil ich keine Lust mehr dran habe. Es macht schon Spaß. Deswegen habe ich ja jetzt ja den Phasus, der jetzt mir Aufgaben jetzt für sämtliche Strecken jetzt hier irgendwie erzeugt. Manchmal sind es halt einfach dann immer Güteraufträge und Güteraufträge, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so gar nicht mein Bier. Damit kann ich absolut gar nichts anfangen. Und von daher bin ich eigentlich da recht zufrieden, dass ich den Phasus jetzt da habe für. So, nächster Halt, Prora. So, jetzt gerade auch noch mit Frau gesprochen. So, also Urlaub ist denn wohl dieses Jahr nochmal Stuttgart angesagt. Im November. Hoffentlich liegt da Schnee für meine Töchterle. Werden wir wohl dieses Jahr Stuttgart unsicher machen. Wie gesagt, 2 Wochen. Habe ich ja Gott sei Dank noch im November Urlaub. Ja, das brauche ich auch dringendst, ey. Das brauche ich dringendst. So, und damit sind wir am Prora angekommen. Oh ja, nicht ganz so spät. Find, das geht immer noch in Ordnung. Kann sie sehen lassen. Ist schön. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Paket hier. Das Ganze passt so wunderschön eigentlich zusammen. Hier Strecke und Zug. Weiß nicht, der Flirt, der hat es mir angetan gehabt. Das sah irgendwie echt nice aus.
So, nächster Halt. Prora Ost. Immer diese Maus hier, immer im Weg hier. So, und auch da sind wir pünktlich angekommen hier. Stehen sogar richtig gut drin, ne? Das kann ich doch sehen lassen. Das kann ich da mehr erzählen lassen. Phasus läuft bei mir, würde ich sagen. Wundervoll. Ja, das sind doch schöne Aufgaben. Einfach fahren, Stück für Stück hier immer so. Immer mal ein bisschen was sehen, was Neues zeigen und so. Finde ich klasse. Ach, das ist der Spiegel. Ah, okay, ich verstehe. Klappt der jetzt zu? Jetzt bin ich mal gespannt. Nee. Doch? Das ist ja cool. Der Spiegel klappt sogar zu. So, dann kommen wir auch schon zur Endhaltestelle. Das war's dann schon wieder von der Folge. Wundervolle Aufgabe, Phasus. Also, das ist mal eine richtig schöne Aufgabe gewesen. Genauso stelle ich mir die Aufgaben vor. So für die Zukunft. Das wäre mir recht so, wenn du das denn halt so beibehalten könntest. Das macht schon so Laune. Und ihr könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wie euch diese Folge mal wieder gefallen hat hier mit Track AR. Macht euch das echt kürre im Kopf oder sagt ihr so mehr davon? Lasst das so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde es auf jeden Fall so lassen, weil ich finde das mega, mega entspannt. Klar, ich bewege mich natürlich immer so ein bisschen, ist natürlich logisch, ne? Mein Kopf sitzt natürlich nicht gerade, Kerzen gerade drauf auf dem Hals. Wenn man quatscht, dann bewegt man ja automatisch mal so ein bisschen den Kopf mit. Könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie euch die Folge so gefallen hat. Schreibt's rein, lasst ein Like da, schreibt's oder sonst irgendwie was. Ja? Das Ganze ist natürlich wie immer nur das Beste vom Besten. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann weiterhin so eine tollen Aufgaben hier im Train-Simulator sehen werden. Wenn es dann natürlich irgendwann mal zeitlich dann hoffentlich auch ein bisschen mehr wieder zulässt. Aktuell ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Jetzt kommen einfach so unendlich viele Games raus für mich. Jetzt mal abseits von Simulationen. Bin ja auch noch so ein gelegentlicher Zocker so von Nintendo-Spielen, PlayStation und Co. Ne, auf Twitch wisst ihr ja Bescheid. Und ja, da kommt natürlich immer mal was dazwischen. Aber ich versuch's natürlich, hier immer up to date zu sein und die Folgen parat zu haben für euch. Und wenn ich dann manchmal ein bisschen früher mehr aufnehmen muss. Ja, genau. Danke, Phasus. So habe ich es mir vorgestellt. So, Ossibat Binz, Endhaltestelle, bitte alles aussteigen. Ja, wie gesagt, wisst ihr ja Bescheid, was ihr jetzt zu tun habt. Wie gesagt, natürlich mehr gibt es natürlich bei uns auf dem Kanal. Falls ihr neu sein solltet, schaut doch bei uns in den anderen Playlists vorbei. Denn, ja, mein Steckenpferd ist Omsi Lotus und Train Simulator. Immer mehr davon. Bestes Addon wird definitiv S25 Berlin Addon. Oh, da freue ich mich darauf. Alter, das wird gigantisch.
Ja, also von daher, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Könnt ihr zusätzlich noch die Glocke drücken. Und ja, bedanke ich mich auf jeden Fall natürlich, dass ihr dabei wart, dass ihr mit zugeschaut habt hier bei einer sehr, sehr ruhigen Fahrt, so wie es sein muss. Ohne Stress, ohne Hektik. Wundervoll. Und damit gehen die Türen auf. Wir sind angekommen. Endhaltestelle. Als Abfahrtdüsen hier. So. Gang raus. Und dann Richtungswendler raus. Und das war's. Also, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Train Simulator. Hier wieder auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Bedanke mich. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.